Ich schenke meinem Filmer, dem Leon, der alle YouTube-Videos von mir filmt, der alle Videos im Endeffekt auch schneidet, die ganzen YouTube-Videos, schenke ich mein Fahrrad, mein Ghostbike, das ich jetzt ein halbes Jahr gefahren bin. Und ich dachte, bevor ich es irgendwie verkaufe, gebe ich es doch dem lieben Leon, der freut sich bestimmt. Und ich hoffe, dass sich freut. Wir überraschen den in diesem Video. Ich gehe jetzt gleich nochmal das Fahrrad putzen. Und genau, es ist ein Riot CF, also das ganz neue Ghostbike, geile Ausstattung, eigentlich wie neu, weil ich passe eigentlich, würde ich sagen, ziemlich gut auf meine Fahrräder auf. Aber ist jetzt ein bisschen dreckig, das putzen wir jetzt gleich noch. Aber ich habe ein paar neue Bikes bei mir unten stehen, die darf ich euch leider noch nicht zeigen. Die zeige ich euch am 22. Februar mit neuen Teilen. Das ist alles noch top secret, aber es wird auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Und genau, wir gehen jetzt Fahrrad putzen. Let's go. Das Fahrrad sieht echt fast aus wie neu, also mal funktioniert alles. Das Hauptproblem ist halt, es hat ein paar Kratzer. Aber der Leon wird es überleben. Leute, wir haben Tag 2 in dem ganzen Leon bekommt mein Bike-Projekt. Und ich habe den ganzen Morgen überlegt, hey, was können wir machen, dass es so ein bisschen eine Überraschung ist. Und jetzt habe ich ihm Dave geschrieben, das ist im Endeffekt der Chef vom Leon, von der Agentur. Und wir sind auf die Idee gekommen, hey Leon, jetzt haben wir 9.30 Uhr, wir brauchen bis 10.30 Uhr, brauchen wir unbedingt noch ein paar Gimbal-Shots vom Ghost. Jetzt wiederum hat es der Dave ihm direkt geschrieben. Leon war natürlich direkt am Start, wie immer, und kommt jetzt um 10.30 Uhr vorbei. Und dann wird er im Endeffekt das Fahrrad filmen, das er auch dann bekommt. Ich hoffe, dass er sich freut, aber ich bin mir ziemlich sicher, weil der Leon hatte eigentlich noch nie so ein wirklich eigenes, geiles Rad. Und jetzt hat er ein ziemlich geiles eigenes Rad, Carbon, Carbon-Laufräder, geile Schaltung, whatever, wenn irgendwas mit Ersatzteilen ist. Ich gib ihm natürlich Ersatzteile. Das ist natürlich in dem Deal inklusive. Der Leon ist eigentlich ein sehr guter Fahrradfahrer. Also sitzt gut auf dem Radl, kann auch ein paar Tricks. Mein Kollege kann einfach Backflip. Kann sehr gut brappen, witzigerweise. Der hängt wahrscheinlich zu viel mit mir ab. Das ist wahrscheinlich das Problem. Aber ich hoffe, dass er ein kleines Riding-Edit von sich macht und mal zeigt, wie das Fahrrad richtig bewegt wird. Wir sehen uns gleich, wenn der Leon da ist und... Woher? Du bist still. Ich bin so aufgeregt. Ich weiß auch noch nicht genau, wie ich es machen soll. Ob ich ihm Leon direkt das Fahrrad geben soll. Jetzt einfach straight hin. Hey, das ist jetzt dein Radl. Oder ich lasse ihn erst ein bisschen filmen. Ich muss mir nur noch was einfallen lassen, was er filmen soll. Und gebe ihm einfach danach das Fahrrad. Aber ich glaube, das ergibt sich jetzt einfach gleich. Und er steht schon da. Da hinten ist er. Boah, ich bin echt ein bisschen nervös. Alter, ich mache so kranke Shots mit iPhone zurzeit. Wirklich. No joke. Okay. Schau. Ich könnte es schon auch filmen. Leon, was machen wir? Was hast du für ein Setup? Sony A7 F3. Ich glaube, DJI Gimbal. Ich mache jetzt den ganzen Tag Vlog. Freust dich, das Fahrrad zu filmen? Ist das dein Lieblingsfahrrad? Ghost ist mein absolutes Lieblingsfahrrad. Alter, wie wir das jetzt gleich shooten. Alter, das Car-Setup hier ist auch krank, wirklich. Wir stehen wie in so einem Tuner-Treffen. Was ist das für Auto, Leon? Kombi. Was ist das für ein Kombi? Maserati. Danke. Ein Kombi. Aber Leon hat sich jetzt auch einen Porsche gekauft. Aber ich konnte mir nicht allein kaufen, kann ich mir nicht leisten. Der verdient zu viel. Irgendwie heißt der, den schreibt man so GT3. Und ich weiß nicht, was das für ein Auto ist. Geschichten aus dem Paulanergarten. Das ist beruflich. Alter, da wär's krank. Ich würd's da drüben. Achso, du willst Sonne, gell? Ich find die Colors schon geil von dem Bike. Mhm. Oh, wir gehen da hinten schnell. Ist ja jetzt same, oder? Da ist durch die Macht gefahren. Nee. Das siehst du dann. Telefon. Alter. Ja, dann machen wir echt mal einen Tag alles umgekehrt. Du fährst Fahrrad, nimmst das Fahrrad und ich nimm die Kamera. Wie du das Bike fühlst, Leon, krank. Alter. Aber M passt schon, gell? Krass. L wäre viel zu groß. Crazy. Ja, ein bisschen auf Dämpfer würde ich filmen. Au! Au! Uff. Uff. L-
Leon, was denkst du, was brauchen wir die Shots? Na. Rat mal, für was brauchen wir die Shots? Nee, wir brauchen die für deinen Channel. Weißt du warum? Weil das dein neues Fahrrad ist. Nein. Doch, wirklich. Dave und ich haben das alles geplant. Das ist alles inszeniert. Das ist dein neues Fahrrad zum Shredden. Hey, Habibi. Nur für dich. Ich dachte vorhin noch, wo Dave schreibt so Notfall und so für... Ja, ist auch voll random. Ja, am Freitag irgendwie. Ball mit dem alten Bike irgendwie, ja, gell? Mit dem richtig alten Bike, das ist jetzt da 3 Jahre alt. Rockshocks, Alter. Ja. Ja, krank? Frankfurt. Freust dich? Ultra geil. Das ist dein neues Fahrrad, Leon. Also Leute, ich glaube, die Überraschung hat geklappt. Und ich muss ehrlich sagen, das Fahrrad sieht schon geil aus. Und es steht ja auch. Mach nochmal, wir brauchen einen Thumbnail. Ich nehme dich so in den Arm. Also das Beste ist ja wirklich, dass du das Video schneiden musst. Weil von meiner Überraschung. Wie random, Alter. Also ich würde sagen, die Überraschung ist absolut geglückt. Der Leon hat sich sehr, sehr, sehr gefreut. Konntest du erst gar nicht glauben. Wir fahren jetzt gerade nach Nieraz hintere, zu unserem Local Spot sozusagen. Und filmen, denke ich, noch ein paar Clips, wie der Leon fährt. Der jetzt leider nicht die perfekten Fahrradklamotten. Ich habe zum Glück noch einen Helm für ihn eingepackt, weil ich gedacht habe, der hat bestimmt nichts dabei. Genau, check mal aus, wie er das Fahrrad fährt. Auf dein neues Bike. Hey. Ah nee, du musst ja taufen. Ganz leicht. Wie Nomini Padri, Infinity Santi, Amen. Also die Gabel und Dämpfer sind natürlich auf mich eingestellt. Alter, das ist von der Größe eigentlich perfekt. Das ist echt perfekt. Also. Wir gehen rein. Wir gehen rein. Juhu. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal hinter der Kamera stehe. Alter. Juhu. Wow. Yes. Seit 100 Jahren nicht mehr Nieraz gefahren. Ja, ich auch schon ewig nicht mehr. Ja, mit liegt an dem Fahrrad. Das hat schon Nieraz Erfahrung. No joke. Juff. Ja. Ja. Nice. Boah, das macht mich so glücklich, dass der happy mit dem Rad ist. Freut mich einfach. Leon, was ist, wie? Fühlt sich so krank an. Der Leon freut sich, ich freue mich. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's getaugt. Und wenn ihr mal wieder wollt, dass irgendein Fahrrad verschenkt wird, vielleicht sogar an euch da draußen, dann kommentiert fleißig, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Seid nett. Seid nett. Kuss auf die Nuss. Ciao. Ja, ciao. Hey Leute, ich wollte mich auch nochmal ganz kurz melden und mich beim Corby bedanken und bei Ghost, die das Ganze unterstützt haben. Mega geile Aktion. Bin gestern schon den ganzen Tag geschreddet auf unseren Home Trails. Hab leider vergessen zu filmen. Ihr seht es nochmal kurz auf dem Auto. Schon dreckig. Ist auf jeden Fall in Benutzung. Vielen Dank. Peace out.